Ach, YouTube. Ein Ort voller toller Video-Creator, intellektuellem Content und Musiktalenten, die seinesgleichen suchen. Auf dieser Plattform können sich Künstler ausleben, ihre Werke veröffentlichen, Bewertungen bekommen, Kommentare bekommen. Channels können von Leuten abonniert werden. Die User, die ihren Content dort hochladen, können Werbeanzeigen darauf schalten und daran Geld verdienen. Und dann gibt's noch Luca! Bei dem circa jedes Video als nicht werbefreundlich eingestuft wird. Shoutout YouTube an der Stelle. Ich habe vor einiger Zeit ein Video hochgeladen, das habe ich genannt Plus 18, die heftigsten Fails. Dort habe ich quasi auf ein Video reagiert, in dem, Leute sich wehgetan haben. Das Hauptvideo, auf das ich dort reagiert habe, übrigens die Brille habe ich hier auf, weil ich mal wieder Sherlock Holmes bin. Die Brille lässt mich einerseits zu Luca Picasso und andererseits auch zu Sherlock Holmes machen. Also immer zu Sachen, bei denen ich ansatzweise irgendwie ein bisschen versuche, klug zu sein. Okay. Bei dem Video, auf das ich reagiert habe, hat es sich um ein Video gehandelt, das nicht ab 18 freigegeben wurde, also quasi ein ganz normales Video. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, es ist schon an manchen Stellen ein bisschen brutal, aber wenn das Hauptvideo nicht mal ab 18 ist, wird es meins ja wohl auch nicht sein. Dann habe ich sogar einige Stellen des Videos zensiert, weil ich wirklich auf Nummer sicher gehen wollte. Bin dann einige Tage später meinem Videomanager gegangen und habe gesehen, mit Altersbeschränkung. Ich meine, dass es urheberrechtlich geschützte Inhalte enthält, war klar, weil ich auf ein Video reagiert habe, aber mit Altersbeschränkung. Ich meine, es ist wirklich vollkommen okay, YouTube, wenn ich jetzt sowas bekomme, wie beispielsweise hier enthält urheberrechtlich geschützte Inhalte oder hier oben mit den urheberrechtlich geschützten Inhalten oder hier oben. Ihr seht schon, ich bekomme das tatsächlich sehr häufig. Das ist wirklich alles vollkommen in Ordnung. Ich meine, bei Urheberrecht kann ich das komplett nachvollziehen. Bei der Altersbeschränkung konnte ich das dementsprechend dann halt nicht. Dann war aber wieder so 2-3 Monate Ruhe. Das Verhältnis zwischen mir und YouTube hat sich wieder so leicht normalisiert. Meine Videos konnten vernünftig hochgeladen werden. Sie wurden vernünftig verarbeitet, wurden vernünftig dargestellt. Ich habe relativ selten sowas bekommen wie Plus 18 und so. Und dann bin ich jetzt die Tage in meinen Mail-Account gegangen und sehe da auf einmal so eine Mail von YouTube. Und die schreiben dort nämlich, wir haben dein Video geprüft und dabei festgestellt, dass die Inhalte bzw. die Videodetails nicht werbefreundlich sind. Deshalb kann dein Video nicht monetarisiert werden. Ich dachte mir dann halt erstmal so, okay, um welches Video handelt es sich denn da? Habe ich da vielleicht irgendwelche Menschen abgeknallt, irgendwelche rassistischen Äußerungen getätigt oder nackte Haut gezeigt? Nee, es handelte sich dabei wirklich um das Video Ich spiele Google. Ich mache also ein Video über ein Spiel, was sich auf Google bezieht. Sehr gut gemacht, YouTube. Bevor ich das Ganze jetzt allerdings hier mal Schritt für Schritt analysiere, was denn da der genaue Grund sein könnte, warum das Video nicht werbefreundlich ist, rufe ich jetzt erstmal meinen guten Kollegen Max an und frage ihn, was er davon hält. Rufe Max Kransen an. Du Max, hier ist Luca, hi. Ich habe eine ganz kurze Frage. Weißt du, warum eines meiner letzten Videos namens Ich spiele Google nicht werbefreundlich war? Vielleicht hasst YouTube dich einfach. Also, kann ich verstehen. Könnte das der Grund sein? Könnte es wirklich daran liegen, dass YouTube mich hasst? YouTube, die größte Videoplattform weltweit, eines der größten Social Media Networks weltweit, eine Plattform, auf der sekündlich so viel Videomaterial hochgeladen wird. Diese Plattform hasst mich? Könnte das der Beweggrund sein, das Video als nicht werbefreundlich darstellen zu lassen? YouTube behält sich das Recht vor, die endgültige Entscheidung im Hinblick auf die Videomonetarisierung zu treffen. Mehr Infos darüber, wann sich ein Video zur Monetarisierung eignet, findest du in unserer Hilfe. Bevor ich jetzt hier wirklich mal vom Schlimmsten ausgehe, schauen wir uns jetzt erstmal die Hilfe an und schauen wirklich, ob wir darin vielleicht den Grund finden. Wenn du YouTube verwendest, trittst du einer weltweiten Community bei. Indem du diese Richtlinien beachtest, kannst du dazu beitragen, dass YouTube für alle Nutzer ein angenehmer und sicherer Ort bleibt. Kommen wir jetzt also zu den Community-Richtlinien und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, ob ich davon eine eventuell nicht beachtet habe. Hasserfüllte Inhalte. Hier erfährst du, wie wir mit Inhalten umgehen, die zu Hass oder Gewalt aufrufen. Habe ich nie gemacht in dem Video. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Schädliche oder gefährliche Inhalte. Hier erfährst du, was mit Inhalten passiert, die ungeeignete oder gefährliche Handlungen schildern. Was? Ich habe ein scheiß Computerspiel gespielt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Belästigung und Cybermobbing. So gehen wir mit Belästigung und Cybermobbing um. Wenn schon, habe ich in dem Video mich selbst beleidigt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Drohungen. Hier erfährst du, wie du Inhalte meldest, die Gewaltandrohungen enthalten. Welcher YouTuber droht Gewalt in seinen Videos an, außer KS-Freak? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Spam, irreführende Metadaten und Betrug. Hier findest du Richtlinien zu Spam und anderen Aktivitäten, mit denen Nutzer in die Irre geführt werden oder getäuscht werden sollten. Was? Der Titel ist, ich spiele Google und spiele ein Spiel, was sich auf Google-Suchbegriffe bezieht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Gewalttätige oder grausame Inhalte. Junge, ich spiele ein scheiß Computerspiel. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Datenschutz auch nicht, weil ich an allen Sachen die Rechte habe. Nacktheit und pornografische Inhalte auch nicht. Identitätsdiebstahl, was?
Das passiert höchstens in euren scheiß Kommentaren seit dieser Umstellung YouTube. Guck ich da meine Kommentare an, kriege ich mal so 40.000 Kommentare von irgendwelchen anderen Usern, die auch Kongcrafter heißen und irgendwelche komischen Links verbreiten. Gefährdung von Kindern, weitere Richtlinien und rechtliche Richtlinien. Nein, ich habe alles davon beachtet und ich habe solche Arten von solchen Videos schon so häufig hochgeladen. Wenn ich auch einfach mal, ich halte übrigens die ganze Zeit einfach so einen Akku in der Hand, ich weiß gar nicht warum. Wenn ich einfach mal in meinen Videomanager reingehe und Higher Lower eingebe, das ist nämlich das Spiel, was ich gespielt habe, dann sieht man, bumm. Ich habe davon schon 7 Videos hochgeladen und nur das hier wurde nicht monetarisiert. Freunde, versteht mich hier nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass ich jetzt an dem Video, was weiß ich, wie viel Geld nicht verdient habe. Es geht einfach nur darum, dass ich auf der Suche nach dem Grund bin. Ich meine, wenn es gerechtfertigt ist, okay, aber ist es nicht. Bevor wir uns allerdings weiter auf die Suche nach dem Grund begeben, meine Damen und Herren, habe ich noch eine ganz kurze Frage an euch. Und zwar, ihr kennt ja alle sicherlich Fidget Spinner. Diese Teile, die so, sich so drehen und gegen Stress sind und so. Ich weiß, dass der Hype mittlerweile so halb vorbei ist. Also man sieht davon nicht mehr so viele Videos in den Trends und so weiter. Ich habe jetzt allerdings die Möglichkeit bekommen, mit Studio 71, also mit meinem Netzwerk, einen Fidget Spinner rauszubringen, den man hinten auf sein Handy ploppen kann. Also quasi wie so ein Popsocket, den man hinten drauf hat, um sein Handy besser zu halten, dass man dann einen Fidget Spinner hat und quasi an seinem Handy einen Fidget Spinner hat und den auch abnehmen kann und so. Ist so eine neue Sache, die wir uns irgendwie überlegt hatten. Ich habe denen allerdings gesagt, ja, also eigentlich hätte ich Bock darauf, sowas rauszubringen. Also ist halt mein Smiley-Logo drauf und so, aber ich weiß nicht, ob meine Community das will. Und zwar dürft ihr entscheiden, ob ich diese Fidget Spinner produzieren werde. Ihr findet jetzt nämlich hier oben eine Umfrage eingeblendet. Das ist so eine Umfragefunktion von YouTube. Da könnt ihr einfach mal draufklicken, egal ob ihr gerade am Laptop oder am Tablet oder am iPhone oder Handy oder was weiß ich seid. Und da könnt ihr abstimmen, ob ihr wollt, dass ich solche Fidget Spinner rausbringe oder ob ihr das nicht wollt. Und wenn ich sehe, okay, dass da voll viele für Nein stimmen, dann sehe ich halt, nee, okay, da mache ich es lieber nicht. Aber wenn ich sehe, halt voll viele wollen sowas haben, dann sage ich, okay, dann kommt in ein paar Tagen der Shop online und dann könnt ihr euch die Teile bestellen und die werden eh nicht so teuer sein. Also das wird jetzt kein unglaubliches Geldgeschäft für mich. Sondern es geht mir mehr darum, dass das eigentlich eine coole Idee war und die haben mich gefragt und ich habe jetzt gedacht, okay, bevor ich das entscheide und ihr das gar nicht wollt, frage ich euch lieber mal. Also nehmt bitte an der Umfrage teil und sagt mir eure Meinung. Aber jetzt zurück zu den wesentlichen Sachen, meine Damen und Herren. Ich frage mich immer noch, wieso das Video hier nicht monetarisiert wurde. Da Max meinte, dass YouTube mich eventuell hassen könnte, würde ich sagen, füllen wir doch jetzt einfach mal so ein Formular aus, beziehungsweise eine Mail an YouTube. Ich befinde mich hier noch immer auf der YouTube-Richtlinien-Webseite. Wenn wir hier mal nach unten scrollen, sehen wir Job über uns, Werbetreibende, Entwickler, Presse, Hilfe. Willkommen in der YouTube-Hilfe. Hier sehen wir jetzt ganz schön viel Hilfe. YouTube-Hilfe-Videos, bekannte Probleme, hilfreich, kompetent, fachlich versiert, Top-Beitragende, an Diskussionen teilnehmen. Willkommen im offiziellen YouTube-Hilfe-Forum. Suche nach Antworten, stelle eine Frage und lerne mehr. Wir klicken einfach mal auf neues Thema und dann würde ich sagen von Kongcrafter, hallo, mein Video von vor einigen Tagen wurde nicht monetarisiert. Da ich in dem Video nichts großartig anderes publiziert bzw. kundgetan habe, als es in bisherigen Teilen der Videoserie der Fall war, tut sich mir nun die Frage auf, ob YouTube mich hasst. Um den Leuten da auch nochmal meine Kompetenz hinsichtlich dieses Sachverhaltes darzustellen und wirklich auch zu zeigen, wie ernst diese ganze Situation ist, schreibe ich unten nochmal drunter, könnte das vielleicht der Grund sein? Und dann einfach ganz, ganz viele Zeichen hinspammen, sodass die sehen, dass man das wirklich tatsächlich sehr, sehr ernst meint. Dann hängen wir noch so ein Bild dran hier unten und machen einfach mal Foto von meinem Computer auswählen. Ich habe da jetzt einfach mal ein Foto angehangen, was ich gerade noch auf meinem PC hier gefunden habe. Das bin ich mit einem Stromberg-T-Shirt, glaube ich, irgendwie, als ich gerade mein Abi gemacht habe und einen Vogel gezeigt habe. Und ich würde sagen, dann klicken wir einfach mal auf Posten, geben Sie einen Betreff für den Beitrag ein, muss ich auch noch eben machen. Schreibe ich einfach ganz groß Hilfe, damit die Leute sehen, dass es wirklich ernst gemeint ist. Ich klicke dann auf Posten und dann sehen wir schon, kann es sein, dass YouTube mich wirklich hasst? Ich möchte eine Frage stellen. Ich nutze YouTube auf dem Desktop. Mein Beitrag ist über Monetarisierung. Mein Betriebssystem ist Windows. Mein Browser ist Chrome. Posten! Yes, da ist mein Beitrag! Leute, ich packe euch den Link zu diesem Beitrag hier einfach mal unten in die Videobeschreibung. Ihr könnt da draufklicken und ihr könnt dann dort argumentieren, was ihr denkt. Warum YouTube mich hasst, beziehungsweise warum mein Video entmonetarisiert wurde.
Um jetzt mal wirklich kurz ernst zu sein, es ging in dem Video halt darum, dass ich quasi links eine Anzeige hatte mit einem Suchbegriff von Google und wie oft dieser Begriff irgendwie monatlich gegoogelt wird und rechts erscheint ein anderes Bild. Man muss sagen, ob das häufiger oder weniger häufig gegoogelt wird als das bereits vorhandene Bild. Und an einer Stelle kam halt ISIS und ISIS ist ja diese Terrororganisation Islamischer Staat und das habe ich halt ins Thumbnail gepackt. Und wenn das wirklich der Grund ist, YouTube, dann ist das einfach nur dumm. Ich habe weder irgendwelche dummen Aussagen darüber getroffen, noch habe ich irgendwelche rassistischen Äußerungen getroffen oder irgendwie Gewalt verherrlicht oder so. Ich habe lediglich gesagt, dass ISIS entweder häufiger oder weniger häufig gegoogelt wird als ein vorhandener Begriff. Also, was macht das für einen Sinn? Ich habe übrigens auch schon Beschwerde eingereicht und habe halt die Antwort erhalten, nö, das wurde nochmal von uns geprüft, das ist wirklich nicht werbefreundlich. Ich verstehe nicht, wie YouTube auf so eine Idee kommt, wie die sowas machen können, aber ich meine, vielleicht hassen sie mich wirklich. Wie gesagt, ihr findet einen Link in der Beschreibung, da könnt ihr einfach mal mit mir da so rege drüber diskutieren. Ich weiß auch gar nicht, was mir das jetzt hier bringt überhaupt. Ich habe zwei Aufrufe, ja wahrscheinlich von mir vorhin und weil ich gerade aktualisiert habe. Cool, Luca. An der Stelle möchte ich nur nochmal anmerken, meine Damen und Herren, es tut mir sehr, sehr leid, falls ihr euch mit meinem Video vor einigen Tagen so sehr wehgetan habe im Herzen, dass ihr euch wirklich gedacht habt, oh scheiße, dieses Video von Luca, das kann wirklich, darf ich scheiße überhaupt sagen? YouTube? Oder bekomme ich jetzt einen Strike vielleicht sogar? Falls euch dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ihr findet oben die Umfrage eingeblendet, wo ihr mir sagen könnt, ob ihr Fidget Spinner im Shop haben wollt. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was der Grund ist dafür, dass YouTube so gemein zu mir ist. Ich habe gestern Abend echt geheult, deswegen.